Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, diese Aussage stammt von Mao Zedong. Wir alle und insbesondere die chinesische Bevölkerung erinnern uns an den großen Sprung nach vorne und die Kulturrevolution in den 60er Jahren in China. Ein entscheidendes Mittel, dessen sich Mao bediente, war neben staatlicher Gewalt und Zwang die staatliche Propaganda. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gab damals tatsächlich eine Kampagne zur Erschlagung der Feldsperlinge. Damit sollten die Getreideerträge erhöht werden, nachdem Brot aufgrund der sozialistischen Zwangs- und Mangelwirtschaft knapp wurde. Auf die massenhafte Abschlachtung kleiner Vögel folgten jahrelange Hungersnöte, weil die nützlichen Feldsperlinge nahezu ausgerottet waren und deshalb Ungeziefer nicht mehr vertilgen konnten. Das war schon fatal damals in China. Staatsversagen und Staatspropaganda lösten eine schreckliche Krise aus. Wie sieht es denn heute in Deutschland aus? Vorab, Staatspropaganda gibt es nicht mehr, offiziell. Die heißt jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wenn Sie sich heute auf die öffentlich-rechtlichen Sender verirren, so verkünden gut bezahlte und rentensichere Silberzungen in schieren Endlosschleifen, wie fantastisch und versorgungssicher zum Beispiel die Energiewende sein will. Aber, meine Damen und Herren, wir alle wissen es, wenn der Wind nicht mehr weht und die Sonne nicht mehr scheint, die Kernkraftanlagen und die Kohlekraftwerke abgeschaltet sind, dann wird es Mao in Deutschland. Ähnlich bei der Masseneinwanderung, die durch die Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig verharmlost wird. Oder denken Sie an die mediale Berichterstattung, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Da erklärt uns ein Herr Lauterbach, dass Viren durch Toilettenschächte in die höher gelegenen Etagen gelangen können und viele Menschen sich damit infizieren können, um dann möglicherweise zu sterben. Das ist dann schon krude, allerdings nur ein Mosaiksteinchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und für so einen Hokuspokus werden Zwangsabgaben erhoben, die letztendlich mittels Zwangshaft durchgesetzt werden können. Und dies zu Zeiten, in denen Straftäter wegen Corona vorzeitig entlassen werden. Manche Freigänger können zum Teil zu Hause schlafen. Nur Herr Klarname, der Mann, der die Zwangsabgabe nicht bezahlt, der kommt nicht frei. Der muss weiter brummen für rund 651 Euro. Und wenn dann die Gesamtheit der anderen Fraktionen sagt, ja, dann soll er doch bezahlen, dann muss ich mich an Martin Luther erinnern. Ja, wenn der Taler in der Kasse klingt, die Seele in den Himmel springt. Nein, meine Damen und Herren, mit Freikaufen geht das hier überhaupt nicht, außer natürlich im Zivilprozess. Aber das ist nicht richtig. Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Hatte Mao recht? Guten Tag.